Hi Leute, ich begrüße euch zurück zu Bomberman World. Die zweite von 10 Folgen. Und ja, vielleicht aber auch mehr. Auf jeden Fall, die Leute, die das jetzt noch nicht wissen oder was ist das jetzt für ein Spiel und warum ist das Part 2, die gucken sich am besten mal Part 1 an. Und ja. Gut. Ich würde sagen, wir machen auch dann hier gleich mal wieder weiter, stellen die Comps hier erstmal auf alle aus, außer mich. Und nehmen diesmal Battles, also 3. Time machen wir auch 3 und das machen wir alle mal einfach mal an hier. Zack, so. Und jetzt nehmen wir mal einen anderen Charakter, und zwar nehmen wir den Ninja Bomberman, ja. Ninja Bomberman. Natürlich darf Dicky nicht fehlen. Bomberman. Also Red Bomberman, dann nehmen wir noch hier Hexe und den Bösen. Gut, das zweite Level wäre Candy Store. Ja, das erste Level war ja Standard, ganz normal. Und ja, jetzt machen wir mal hier Candy Store. Store. Sag ich schon Store, ey. Gut, im letzten Part war der Ton auch, glaube ich, ein bisschen laut. Sorry dafür. Aber es müsste eigentlich gehen. Wir sind übrigens oben links. Na, den Schuh nehme ich mir. Tusse. So, ich hoffe mal, der Ton ist auch wirklich nicht zu laut. Aber ich denke mal, es müsste so gehen. Gut, es ist, wie man sehen kann, sind wir hier auf einer Torte. Oh, wie das Level auch schon sagt. Candy Store. Also, Süßigkeitenladen oder sowas in der Art. Wir zerstören ja die ganze Zeit diese Kuchen hier, ja. Hallo? Der hat mich weggeschmissen. Ich kriege hier einen Kollaps. Oh Gott. Nein, nein. Scheiße, ich wollte gerade nach rechts rennen. Oh, ficken. Ja, kriegst eine Bombe. Hier kriegst noch eine Bombe. Alter, das dicke Kind soll mal bitte sterben gehen. Ja, der Emulator könnte irgendwie so ein bisschen hängen, weil ich habe jetzt einen neuen anderen. Also, das ist derselbe, bloß andere Einstellungen und so. Und musste ich leider machen, weil das... Der hat irgendwie nicht mal richtig funktioniert, ja. Und also das Spiel hat sich nicht mehr starten lassen, jetzt funktioniert es wieder. Deswegen kam es auch so lange nicht mehr und ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Fun hierbei jetzt. Gewöhnlich ist es ja, also normal ist es ja, dass eigentlich 4 Leute auf dem Schlachtfeld sind. Auf der Bomberman Arena. Oder halt dann 8 auf dem DS, aber. Habe ich auch auf dem Desk gespielt, jo. Aber hier sind es dann halt 5. Weiß der Teufel warum. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt anstrengen und reinhauen hier. Der Ninja Bomberman, den finde ich eigentlich so am coolsten, ja. Die anderen sehen, naja, mehr oder weniger komisch aus. Aber ich denke mal, wir werden alle spielen. Im ersten Part haben wir ja den Dicky gespielt. Der Sound fängt gerade wieder ein bisschen an zu laggen. Oh ja, ja. Okay, weg mit deiner Kacke. Oh Gott, oh. Nein, nein. Boah. Okay, jetzt geht's wieder. Ja, also nicht beachten. Sowas passiert. Sowas kann halt passieren. Also, ich hoffe mal, es ist auch nicht allzu schlimm. Und wir haben sie aber oben gerade gekillt. Sind wir nicht geil? Haha. Wie ein geiles Luder. Ich hoffe mal, das Let's Play wird noch... Oh Gott, was ist das denn? Hä? Lol. Ich hoffe mal, das LP wird noch gerne geguckt. Ach ja, und... Oh, oh Gott, man muss ja echt überall aufpassen. Diese komischen Dinger, die man drehen kann hier, die sind auch geil. Die gehören mit zum Level und du kannst halt immer hier durchgehen und so. Kannst den hier Weg versperren und so. Ist ganz lustig. Jeder Level, wie man es nimmt, hat hier auch seine Tücken und so weiter und so fort. Seine... ja, ne, so eine ganzen, oh Gott, was mache ich denn hier, oh Gott. Das Level hat halt seine Sachen so und... Okay, bei der Musik hat gerade, oh scheiße, ficken. Da hat gerade der Sound ein bisschen rumgebackt bei der Musik. Muss ich irgendwie noch beheben, aber ich weiß gerade nicht, wie ich das machen kann. Deswegen muss ich das so machen und ja... Sind ja eh noch 10 Folgen und von daher, ich wollte ja mal aus meiner Kindheit wieder ausgraben, das Spiel hier. Ist ja jetzt nicht, sag ich mal, so ein LP, was man für immer macht und so, was ich für immer mache.
Das ist ja nur eins so zwischendurch, sag ich mal. Ne? Und jo. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Ich will jetzt aber auch langsam mal einen Punkt bekommen. Werdet vielleicht irgendwie drin. Würde mich auf jeden Fall freuen. Die Totenköpfe solltet ihr denn nicht einsammeln, weil die nicht gut sind. Da habt ihr einen Fluch und dann macht ihr irgendeine Scheiße, die ihr immer nicht machen wollt. Zum Beispiel legt ihr hinter euch ganz viele Bomben und könnt nicht aufhören. Ist auch nicht so toll. Wie man sehen kann, kann man da oben auch einfach nach unten gehen, so. Das ist alles ein bisschen verbunden. Ist auch ganz lustig, so. Aber die können da halt die Bombe auch nicht abbekommen, die da oben. Und, hallo, warum schmeißt du mich weg? Ey, das dicke Kind, das regt mich so auf. Oh, geh weg mit deiner Bombe, du Tusse. Da oben ist noch eine Bombe. Nein, halt, stopp! Es ist Obst im Haus. Oh Gott. Das geht ja hier zu Sau, Mensch. Zack, hier haben wir so einen Greifhandschuh. Damit können wir schön Bomben immer schmeißen. Zum Beispiel jetzt hier den, unseren Freund da abwerfen. Ja, ja, oder wir schmeißen einfach andere Bomben. Das können wir auch machen. Bam, hier in your face, du Bitch. Na komm, na komm. Schade, nicht getroffen. Können wir den eigentlich auch schmeißen? Ja! Weg mit dir. Du Scheusal. Komm her, na los. Schade. Ich mag den Handschuh. Oh, er hat sich gekillt. Oh, er hat sich gekillt. Das war mal geil. Oh ja. Ich hab das erste Mal gewonnen. Fehlen nur noch 2 Punkte. Ah, ich denke mal, die kriegen wir auch noch. Come on. So. Weiter geht's. Ich drücke immer den falschen Knopf am Anfang. Das kann nicht gehen hier so. So. Schnell Weg frei machen. Mal hier eine Bombe mitnehmen. Was können wir eigentlich mit den Kackhandschuhen machen? Hier vielleicht irgendwie da, also. Oh nein, ey. Scheiße, ey, du bist doch ein dickes Kind. Nein. Och Mann. Such dir denn mal einen eigenen Platz, du Hexe, ey. So. Na? Oh, der eine ist verflucht. Da sieht man immer am Leuchten. Da sollte man... Der ist zum Beispiel ganz lahm, aber der Dicke ist auch so lahm. Da sollte man den Fluch schnell abgeben. Ja, dann hat der andere den Fluch. Das habe ich auch noch nicht erwähnt, was man das machen kann. Ich will wieder ins Leben gerufen werden. Ha, voll abgeworfen. Und nochmal abgeworfen. Er verliert seine ganzen Sachen. Oh, damit leider auch den Fluch. Oder geht er von alleine später weg? Das weiß ich gar nicht. Spannendes, episches Battle hier auf Master. Ha. Voll auf den Kopf geworfen. Oh ja, bin ich geil. Ah, jetzt kommt Terry. Guckt euch das mal an, das passierte immer. Und schon ist er tot gegangen. Ja, das geht dann so lange, bis alles bedeckt ist und der Typ da dann keinen Platz mehr gehabt hat, ist dann gestorben. Na? Okay, jetzt hat jeder einen fast, außer der Rote. Ich will mal meinen dritten Punkt bekommen irgendwann. Wäre gar nicht so schlecht. Ich will auch einen Handschuh haben. Gib mir den Handschuh bitte.
So, ich gehe jetzt einfach mal in der Mitte hier so ein bisschen rum. Ah, neue Bombe. So, fuck, geht nicht. Ich kann nicht durch. Ja. Oh je. Ich bin ja richtig lebensmüde hier. Oh Gott. Der ist gut. Der ist gut, der Bursche. Mensch, besser als ich. Oh fuck, was mach ich hier? Nein! Oh Gott, fick doch die Oma. Ey, so ein Kack. Scheiße. Müll. Das tut in der Seele weh. So. Wann hätte ich mich am Anfang schon selbst getötet? Das ist ein bisschen kacke gewesen. Und ja, es ist möglich, PlayStation 1 Spiel auf dem PC zu spielen. Ich mach's ja gerade. Guckt euch einfach Tutorials an. Und dann funktioniert das schon. Emulator steht ja in der Beschreibung. Und dann könnt ihr PS1-Fans oder PS2-Fans PS2 oder PS1-Spiele spielen. Ohne irgendwas anderes gemacht zu haben. So, ich schmeiß jetzt immer ein paar Bomben rüber, damit die jetzt hier alle schön sterben und sich verabschieden. Ich habe gerade alle gekillt. Geil. Damit haben wir Punkt Numero Uno. Oder Tres. Ne, Uno, Tess, Uno, Tres, Uno, Tess, Uno, Tess, 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 Tres. Egal, irgendwie sowas. Ich kann keinen. Was ist das noch für eine Sprache? Das ist doch, Französisch? Ja? Oder? Ich glaube schon. Sicher bin ich mir aber nicht. Wäre aber schon mal von Vorteil und gut, wenn ich das wüsste. Ich komme! Oh nein, noch nicht. Ha, die haben sich gerade gekillt. Nein, mein Handschuh! Ich lieb ihn doch. Ja, ja, Handschuh, 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 meiner, 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 meiner. Er hat mir eine Flucht gegeben, ich fass es nicht. Komm her, du, du Kacklappen. Ha. Er hat sich getötet. Er hat sich getötet. Gehst du mal weg mit deiner Bombe, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh nein, oh mein Gott. Habt ihr das gesehen, wie knapp das war? Ein paar Granaten schmeißen, Bomben. Oh Mann, der war gut. So, kommt doch mal einer hin hier. Ich will euch töten. Yes, damit haben wir Punkt 3 bekommen und das Match gewonnen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet mir verzeihen, dass es da mal ein paar Hänger gab und Soundbugs. Aber im nächsten Part wird es, denke ich mal, nicht mehr so sein. Gut, damit haben wir gewonnen. Ninja Bomberman hat gewonnen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, Leute. Bewerten, kommentieren, abonnieren, favorisieren, masturbieren und so weiter und so fort. Nicht vergessen, macht's gut. Das habe ich noch nie gesagt eigentlich im Video, oder? Egal. Tschüss.